Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe ein bisschen Pause gemacht und bin jetzt wieder zurück und ja, es geht weiter. Ich hoffe, ich habe noch genug Motivation, aber ja, stört mich halt ein bisschen, vor allem der Sound, dass er ein bisschen sehr unangepasst ist, weil einfach nur ich kann nicht weniger machen und das macht mir ein bisschen Probleme. Und das Spiel hat auch nicht so viele Motivation bringt. Aber ja, es wird eigentlich irgendwie besser, es wird nicht schlechter. Also je weiter ich im Spiel bin, desto besser, also mehr Spaß macht es mir auch. Und ja, ich möchte ja so schnell wie möglich wieder Reichsschlachten machen. Oder zumindest mit aufzeichnen und zeigen. Am besten ja mit euch zusammen. Und ja, da macht es mir wieder sehr viel Spaß. Und ja, mich stört halt einfach, dass es nach einiger Zeit, nach ein paar Levels, recht lange geht mit dem Leveln. Und es sehr wenig Quests gibt. Aber das sollte ja nicht so ganz schlimm sein. Also mit dem Schützen habe ich es noch recht gut durchgehalten und ich möchte es auch durchhalten. Ich möchte es euch zeigen und ja. Ja, ich möchte einfach eigentlich das machen, was ihr wollt und so wie ich sehe, ist Regnum immer noch das beliebteste. Und ich werde in den nächsten paar Monate und so mehrere Tests machen und je nachdem, wie es rauskommt, hier weitermachen, dort weitermachen und so weiter. Aber das könnt ihr entscheiden. Und momentan ist es so, dass eine einzige Person würde ausreichen, um etwas zu bestimmen, weil ich ja noch nicht so viele Stammfans habe und deshalb könnt ihr ja nicht sofort eigentlich recht gut mit den, also entscheiden und das geht halt später dann nicht mehr so gut, aber ihr könnt es auch dann noch ein bisschen beeinflussen. Also ich schaue auf die Community, ich schaue auch auf einzelne Leute und ja. Er leckt ein bisschen hier in der Stadt. Blöde Ressourcen aus. Weil viele Texturen laden und so. Weil es relativ eine schlechte Engine ist, aber ja. Das ist ja bekannt. So, wir nehmen hier mal ein paar Quests an. Ich muss zum Springbrunnen, okay. Haben wir hier Quests, ne? Keine mehr. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen leveln. Oder wir gehen dann mal nach diese Stadt hier oben, Korsum. Hi, hast du irgendwas? Ah, das ist die Quest. Okay, wir müssen warten. So, jetzt müssen wir hier oben durch. Okay. Ja, heute erscheint der Diablo 3 Patch 2.0.1 und ich bin da ein bisschen am Suchten. Also ich werde dann am Suchten sein und ja, natürlich sehr viel auf dem Server sein von Drake, also den Drake Pixelmon Server, den ich leite, gemacht habe. Und ja, ich möchte immer wieder Sachen, die richtig viel Spaß einbringt und da könnte ich gerne ein paar Vorschläge ja, haben, bekommen. Und ja,
läuft sehr gut. Es kommt vor allem England, obwohl ich deutsche Videos mache. Das ist richtig gut. Also die Engländer sind sehr nett. Also ja, Engländer, Englischsprachige. Und ja, hoffe, es kommen vermehrt Deutsche auch noch. Und sie werden nicht von den Engländern, also von den Englischsprechenden beeinflusst oder so. Weil eigentlich ist ja derselbe für Deutsche gemacht. Weil ich Deutsche bin, ich nicht so gut Englisch kann und ja. Also, ja. Aber ich habe einen guten Partner, der Starsegen, der kann gut übersetzen, der hat es in der Schule gelernt, nicht so wie bei mir. Und der kann da mir sehr viel weiterhelfen. Und er macht auch sehr gut die Sachen. Mit ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt macht er es gut. Und ich hoffe, es bleibt so. So, wir haben einen Stab der Schatten, aber das ist ein normaler. Der schlechte, beste 17 bis 24 plus 8 plus 5 Trefferchance und Feuerschaden. Ich denke mal, Feuerschaden ist schon wichtiger. Naja, ich lasse ihn mal, also so viel stärker wird er nicht sein. Hier ist noch nichts für unser Level. Hallo? Bleib jetzt mal da. So, jetzt müssen wir wieder rein. Oh Gott. Ist jemand online? Schreibt niemand. Jetzt müssen wir hier außen. Da, ja. Gut. Jetzt haben wir hier einen Fehler. Mit dem habe ich ja geredet. Aha, das nebendran. Jetzt verstehe ich. Aber manchmal hat es diesen Fehler schon. Das ist mir allzu bekannt. Ja, sieht bei mir eigentlich gut aus. Ich trainiere momentan, wie ihr vielleicht wisst, sehr für Fußball, um dann in den Club zu kommen, also können. Dann ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich ja Jobs so nicht machen kann. Und ja, ich fast ausflippe, wenn ich irgendwas machen muss. Und dadurch, ja, mit dem Geld werde ich vor allem mal irgendwo hinziehen, wo es besseres Internet hat, weil wenn ich besseres Internet habe, kann ich Livestreams machen und sonst besser aufnehmen, besser hochladen, also schneller hochladen. Und so weiter. Dann. Winzige Schlange. Da. Und dann, ja, wird es eigentlich bei mir so richtig losgehen. Ich werde sehr viel Livestreamen dann. Also dann habt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr dann einfach mal bei mir bei Twitch vorbeischauen und ja, schauen, ob ich irgendwas Interessantes für euch game oder gerade etwas zu erzählen habe. Oder wenn ihr einfach mal schauen wollt, ob ja, was ich so mache oder ja. Also da könnt ihr dann immer wieder zuschauen. Ihr könnt mit mir dann natürlich auch Kontakt aufnehmen, also ihr könnt chatten und ich werde ein paar Fragen beantworten oder sonst irgendwas. Und ja, eben, ihr könnt viele Spiele von mir eigentlich auch beeinflussen. Wo soll ich mal hin? Was soll ich machen? Und ihr seht dann, wenn ich zum Beispiel hier in Regnum online sind, könnt ihr mich treffen. Also dann seht ihr genau, wo ich bin und kommt einfach dann mal zu mir. Ja. Also es wird richtig spaßig bei mir und es empfiehlt sich auch jetzt schon ein bisschen alles anzuschauen. Ich werde natürlich auch viel besser, viel motivierender, spaßiger und so weiter. Also
Ich komme immer mehr aus einer kleinen Depression raus und habe dann viel mehr Spaß. Und ich bin ja sehr, sehr sozial. Also ich habe riesig Spaß, wenn ich mit Kollegen etwas unternehmen kann. Auch wenn es am Anfang nur online ist. Aber ich hoffe, ich bekomme im FC dann auch sehr viele Kollegen. Also, was es an mir mangelt, ist einfach Zeit. Also, wenn irgendwas nicht geht, dann ist es Zeit. Ist es wegen der Zeit? Das ist immer.